Nein, aber kann alles sein, aber was willst du am Ende des Tages machen? So, ich meine, wir reden doch immer, wir reden hier immer im Kreis. So, was könnte sein und wie könnte man was anders machen und soll man jetzt Leute mit aufbauen? Es geht auch gar nicht darum, dass wir jetzt irgendjemand in der Schublade haben, irgendeinen Künstler, wo wir sagen, ey, der ist der Nächste, sondern genau. das ist gerade der Punkt. Es kommt keiner an, der einigermaßen was hermacht, der, weißt du, der jetzt von mir aus auch Hartz IV hat, Alter, deswegen kann er sich keine krassen Schuhe leisten, keine krassen Lederjacken, aber der wenigstens ankommt, nach was aussieht und wo man sagen könnte, okay, ey, wenn du jetzt 100% gibst, dann könnte das eventuell was sein. Es kommt keiner an. Ja. Es kommt keiner an. Es klopft doch keiner bei ihm an der Tür oder bei mir oder bei ihm und sagt, ey, Leute, wenn ihr mich pusht, dann werdet ihr sehen. Es rufen manchmal auf dem Flairphone, so rufen manchmal so ein paar Geisteskranke an und dann, oder irgendeine Russin hat letztens bei ihm angerufen, die meinte, ey, ich soll... Das war ich. Ja. Hast du die Stimme verstellt, wa? Stimme verstellt. Danke fürs Geld, danke für die... Kein Problem, Bruder, du weißt, bleib in der Familie, Alter. Okay, sehr gut. Also, dann kommen immer irgendwelche totalen Opfer, wo dann auch, glaube ich, das, was Ennis auch gerade meinte, da musst du die Träume zerstören, da musst du denen sagen, Alter, ey, sei mir nicht böse, Alter. Geh arbeiten oder, weißt du? Guck mal, es gibt... Lass dich operieren, Alter. Guck mal, es gibt ganz wenig Leute, bei denen hat es geklappt und die kommen alle von mir. Ja, Shakusa ist aus dem Nix gekommen. Shakusa war einer der einer der erfolgreichsten Rapper Deutschlands. In seinen Hochzeiten 50.000, 60.000 CDs verkauft. Saad genauso. Der kam aus nirgendwoher. Der kommt aus Süke in der Nähe von Bremen. Verstehst du, was ich meine? Ohne einen Gangster-Rap-Hintergrund, ohne irgendwie alles. Ich habe in ihm was gesehen, ich habe ihn geholt. Er hat 50.000 Alben verkauft, ja. Okay, genau dasselbe. Wie lange hat er in der Hip-Hop-Landschaft rumgekrebst? Keiner hat irgendwie auch nur einen Finger gerührt, okay, ja, außer dir natürlich. Nein, es lag aber auch ein bisschen an ihm, weil ich meine, er lief rum in Ravensburg und hat geschrien, ich habe einen Vertrag in Berlin, yo. Und den ganzen Tag hat er Vera am Mittag geguckt. Ansonsten hat er nur Vera am Mittag geguckt, die ganze Zeit. Aber das ist gut. Tower bestellt hast du. Ganz ehrlich, gerade du weißt am besten, ich bin, glaube ich, der einzige Rapper in Deutschland, der sich wirklich damals auf alle Bühnen hingestellt hat und alle Rapper gebattelt hat. Was war damals auf dem Splash, als dieser Fettsack gekommen ist und dich richtig krass verarscht hat und du konntest nicht rappen, du Terror-Tiger. Weißt du? Was habe ich gemacht? Ich hab ihn und seine 20 Freunde weggebattelt. Nicht nur das. Weißt du, was, okay, was wirklich der ausschlaggebende Punkt war? Ich habe ihn doch auch damals noch am Splash mit dir zusammen getroffen. Da war er noch bei Bunker. Da ist er doch gekommen zum Agro-Berlin-Stand und meinte, ey, guck mal, Bushido und so. Ich meinte, ey, guck mal, ganz ehrlich, geh weg von mir, Alter. Weißt du, ich meine, geh bitte weg von mir. So, was hat er als einziger Typ wirklich mal die Hosen runtergelassen und hat gesagt, guck mal, ganz ehrlich, Alter, das, was du machst, finde ich cool. Ja, egal, was ich selber kann, das, was du machst, finde ich cool. Ja, und deswegen hat er mir diesen Respekt gegeben. Und nur deswegen habe ich noch gesagt, ey, kein Problem, lass uns gucken, was wir machen. Und da, welcher von den anderen Wichsern hat das denn gemacht? Ja, glaubst du, irgendeiner ist zu uns beiden gegangen und hat uns Respekt gegeben? Da könnte man jetzt wieder nachhaken, was du vorhin meintest, warum die Szene so klein ist und warum kein Nachwuchs kommt oder warum der Baum im Arsch ist oder was auch immer. Was machen denn die meisten Jugendlichen, die uns auf der Straße sehen? Entweder die sind einfach nur Fans, die sind cool, sowas gibt's natürlich oft. Ja, Autogramm, Foto, haha, wir machen dann 83 Fotos in einer Minute und der Rest... Opfer, weil er ja, ich hab nix, du hast Auto, trotzdem bist du Opfer. Das ist für mich deutsch. War es doch aber nicht anders. Ich meine, wenn du irgendwann mal einen Star gesehen hast, ja, aber ich kann mich ja heute gerade jetzt auch hinstellen und sagen, ich habe mir aber auch den Arsch aufgerissen und wollte es besser machen. Genau. Wenn ich zu Torch gesagt habe, weißt du was, Torch fickt dich oder Echo fickt euch mal alle, damals bei Nico Bielefeld in der Sendung Republik, da habe ich auch rumgeschrien, ihr Opfer, ich konnte noch keine Interviews führen, habe nur rumgeblökt. Mag ja sein, Alter, der dumme Proll. Trotzdem hat er sich den Arsch aufgerissen. Trotzdem. Heute steht er hier. Und das genau wie Kay, wenn du heute Kay Vorwürfe machst und sagst, ey Kay, da bist du dann in deinem am Boden sie rumgerannt und hast erzählt, du hast einen Deal und das ist doch Bombe, das ist doch Rap, Alter. Er zeigt, was er hat. Er hat jetzt einen Deal am Start. Beste Rapper und, der Welt, Mann. K1, Alter, und, was geht ab, Mann? Das ist einer von BMW, das ist der beste Rapper auf der Welt und so. Was geht, Alter? Steiger, geht keine Ahnung, Mann. Ja, der hat ihn damals gesigned mit Sharp Life, so. Der war bei ihm auf dem Bunker-Label, so. Guck, was aus ihm geworden ist. Und vielleicht liegt's dann auch im... Macht die ganze Zeit, ihr klaut einfach nur alle meine Künstler. Ich habe die alle entdeckt. Alle entdeckt. Ganz auf dich. Steiger, die waren die wirklich alle bei dir, wa? Ja. Naja. Weißt du, dann liegt es auch vielleicht ein bisschen an den Leuten, Alter. Ja, natürlich ist es ja auch. Hast du eigentlich mal so eine Seite, wo du so BMWs hochgeladen, so Bilder von so alten BMWs hochgeladen hattest? Ich habe irgendwann mal hatte ich so eine Bewerbung für Bunker. Und ich habe das unter deinem Namen, ja. Ich glaube, meine Mutter, ohne Witz jetzt, ich soll jetzt tot umkippen, ich habe mich noch nie irgendwo beworben. Jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Ne? Ich frage nur, hast du damals eine Seite gehabt, wo du alte 3er-BMWs so hochgeladen hattest? Kein Autoverkäufer, Alter. Nein, natürlich nicht. Aber guck mal, wie gesagt, BMW war jetzt nicht das Ding, wo ich gesagt habe von Anfang an irgendwie, boah, das ist jetzt meine Familie. Das war einfach nur eine dumme Idee, die bei mir im Kinderzimmer mit Hengst und Orgi entstanden ist.
Aber genauso schnell wie BMW da war, war BMW aber wieder weg. Wir haben unser eigenes Ding gemacht. Also BMW war nie ein großes Thema. Ich glaube, so groß wie jetzt dieses BMW-Thema ist, so groß war es noch nie im Leben nicht, Alter. Ich muss sagen, dass ich auch zum ersten Mal davon gehört habe. Bei mir ging das total damals vorbei.